Hallo. Willkommen im Würfel und Zucker. Wir zeigen euch heute Trails of Tucana. Das ist noch die englische Originalversion, gibt es inzwischen auf Deutsch bei Pegasus. Und allerdings heißt trotzdem Trails of Tucana. Genau. Heißt genau so. Und eigentlich ist es auch vollkommen sprachneutral. Ja. Also die, da ist halt nur die Regel dann eben entsprechend auf Deutsch. Deswegen zeigen wir euch das jetzt mit dem englischen Material. Ihr werdet es nicht merken. Genau. Es ist ein, wie ich es nenne, Flip and Fill. Und es ist, glaube ich, bisher mein Lieblings-Flip and Fill. So mega viele kenne ich nicht. Na, du kennst noch Cardograph und Welcome To und... Und jetzt hört es schon langsam auf. Jetzt hört es schon langsam auf, ja. Ne? Ja. Was ist Second der Unterschied? Chance. Aber ja, stimmt. Das ist auch noch richtig. Ja, genau. So, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Flip and Fill und einem Roll and Write? Bei einem Roll and Write gibt es Würfel und bei einem Flip and Fill gibt es immer Karten. Man hätte das auch Flip and Write nennen können, ja, weil das, der zweite Teil ist immer der gleiche. Mhm. Wir haben ein Board oder ein Papier vor uns und müssen etwas ausfüllen. Genau. Bei Trails of Tucana sind es Wege. Mhm. Von A nach B oder noch besser von A nach A oder von B nach B. Das gibt nämlich mehr Punkte. In diesem Fall ist es so, dass wir die Vorbereitung schon getroffen haben. Eigentlich ist auf dieser Insel sind am Anfang überhaupt gar keine Buchstaben eingezeichnet. Stattdessen wird eine zufällige Karte gezogen. Davon gibt es mehrere. Und dann trägt jeder diese Buchstabenfolge ein. Dabei ist der Witz, dass jeder an einer anderen Stelle anfängt. Also wenn wir das mal vergleichen, dann ist das C bei mir hier oben. Und bei Mirko ist es um einen versetzt. Da ist es erst da. Genau, ansonsten sind die Inseln nämlich komplett baugleich. Genau. Nur die Startpunkte, genau, also die, wo welche Buchstabe ist. Und das ist auch ganz wichtig. Und deswegen kann man das Spiel mit bis zu 8 Leuten gleichzeitig spielen. Oder auch alleine spielen. Oder auch alleine, das ist richtig. Und wir wissen aber inzwischen auch, dass es teilweise Online-Runden mit, keine Ahnung, 100, 250 Leuten gleichzeitig gibt, was einfach unglaublich viel Spaß macht. Und man kann das tatsächlich sehr, sehr gut online, also über Video-Dings, dass halt einer immer nur die Karten umdreht und die anderen diesen Plan haben, den man sich im Übrigen auch ganz wunderbar online runterladen kann. Oder mit der Post zuschicken. Ja, das geht natürlich auch. Oder einscannen und per Mail ja schicken. Aber ich glaube, das Ding gibt es tatsächlich auch online inzwischen zum Download. Das ist ziemlich cool. So, wie wird gespielt? Es werden einfach immer Karten umgedreht. Ja, die brauchen wir nicht mehr. Das war nur für den Spielstart. Ja. Und dann drehen wir eine und noch eine Karte. Das bedeutet jetzt, wir haben zwei Terrains. Das ist einmal so ein sandiges Terrain und einmal so ein Terrain mit einem Wald. Baum drin. Ja. Und auch diese Terrains finden sich auf unserer Insel, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Alles, was so hell ist, ist eben das Sandige. Das Grünliche mit dem Baum drin sind eben die Grünen. Dann gibt es noch Wasser, das ist halt dieses Bläuliche. Und grau ist halt der Berg. Und wir dürfen jetzt jeder einen Strich machen zwischen einem Wüstenterrain und einem Waldterrain. Und zwar vollkommen egal, wo, irgendwo auf dieser Insel. Und können wir einfach mal so ein bisschen machen. Wüste, Wald, was haben wir denn da? Ich mach mal so. Dein Ernst? Na wow, du hast das Gleiche gemacht. Wow. Ich habe echt nicht geguckt, war Zufall. Ja, okay, krass. Ja, manchmal macht man dann auch das Gleiche. So, dann wird das die nächsten beiden umgedeckt und da machen wir jetzt halt zwischen Wald und Stein. Wobei das nicht angrenzend sein muss an das, was wir vorher gemacht haben. Und ich mache das hier. So. Diese Terrains sind nicht gleich häufig. Man hat hier oben... Ihr seht es gar nicht. Man hat ja hier oben so eine kleine Angabe. Also es gibt halt 8 Karten mit Sand und nur 4 Karten mit Blau, mit dem Wasser. Aber auch und 2 Joker, wo man sich dann aussuchen darf, was man verbindet. Genau. Als nächstes haben wir Stein und Wald. Das hatten wir gerade schon. War es uns nicht aufhalten. Stein und Wald. Und dann haben wir Wasser und Wald. Genau. Man darf übrigens von allen möglichen Seiten auf so ein Feld kommen. Ich habe jetzt hier so eine Verbindung geschaffen und ich dürfte sogar von diesem Feld aus auch noch woanders hin. Also es sind nicht nur 2 Wege pro Sechseck oder so erlaubt. Ich kann verzweigen, wie ich will. Mhm. Allerdings werde ich diese Insel nicht voll kriegen. Das sollte ich mir von Anfang an bewusst sein, denn wir werden diese Karten
Die werden, reichen nicht aus, um die Insel komplett voll zu machen. Wir können noch ein bisschen weitermachen, bis was passiert, was passieren soll. Ich bin so gespannt. Da musst du besser ziehen. Stein und Wüste. Ich habe was. Du hast was. Groß, ich habe diesen Kristall mit einem Buchstaben verbunden. Mhm. Also ihr seht diese komischen Symbole und diese Symbole finden wir hier auch wieder. Und ich kriege jetzt eine Belohnung, nämlich einen Punkt. Ich kreise mir das jetzt hier ein bei dem Stein. Und wenn es zu einer Zwischenwertung kommt, das ist, wenn wir den Stapel einmal durch haben, dann bekomme ich dafür einen Punkt. Mhm. Weil ich ihn mit irgendeinem Buchstaben verbunden habe. Mhm. Wenn ich irgendwann mal den zweiten Monolithen hier verbunden habe mit irgendeinem Punkt, darf ich mir auch noch das Feld da hinten anstreichen. Das ist nicht nur mehr Punkte wert, sondern hat noch so ein komisches kleines Symbol. Das ist ein gratis, es ist ein Steg oder ein Weg irgendwie. Mhm. Und das heißt, ich kriege eine Gratislinie. Ich darf mir irgendwo symbolunabhängig einen zusätzlichen Weg machen. Also eine kleine Kettenreaktion führe ich davon. Genau. Das heißt, ich habe jetzt auch unbedingt als Ziel, vielleicht diesen anderen Monolithen noch irgendwie mit einem Buchstaben zu verbinden. Genau. Wir haben Wüste und Wald. Das ist doch alles Mist hier. Wüste und Wald. Ja. Dann haben wir Wasser und Wasser. Bäh. Das kommt ungelegen. Na gut. Quietsch. Dann haben wir Wüste und Wald. Psst. Das ist doch alles Mist hier. Dann haben wir Wüste und Stein. Ich glaube, es läuft nicht so gut bei mir. Nee, bei mir. Also du machst mir auch Sachen. Ich mache schlimme Sachen hier. Das ist richtig blöd. Wüste und Stein, wo gehe ich denn da mal hin? Keine Ahnung. Damn it. So. Stein und nochmal Wüste. Super, ganz toll. Läuft. Silke, so kommen wir nicht voran. Ich weiß, I'm so sorry. Wenn ich das geahnt hätte, dann hätte ich jetzt schon so einen blöden Umweg machen können. Dann wäre ich schon dreimal da, wo ich hin will. Wüste und egal was. Hervorragend. Ich kann jetzt nämlich hier, kann ich den Strich zwischen Wüste und Wüste machen. Und dann habe ich sowohl den Monolith mit diesem E verbunden, als auch diese Seeschlange mit dem E verbunden und kann mir also auch hier unten die vier. Genau, die Wege, die du machst, sind nämlich unendlich verlängerbar und verzweigbar. Genau. Also da ist dir nichts im Weg. Mhm. Also die Tatsache, dass der Stein zwischen dem Drachen und dem E ist, ist völlig egal. Genau. Jetzt haben wir Wüste und Stein. Super, meine Kombis heute. Wüste und Stein ist jetzt das vierte Mal, glaube ich, dran. Ja, aber ich habe mich darauf vorbereitet und Umweg gemacht. Ist das so? Aber der bringt mir noch nichts. Wüste und Stein zum 17. Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal so. Und das ist eine Karte, die mich reingehört. Oh. Dementsprechend ist das der letzte Zug. Eine Karte bleibt immer über. Und es ist Wasser und egal was. Das ist schon ganz gut. Dann gehe ich, glaube ich, hier lang und habe noch das Buch. So, jetzt ist der Stapel das erste Mal durch. Wir kommen zu einer Zwischenwertung. Und diese Zwischenwertung bedeutet, alles, was du dir hier oben eingekreist hast, rechnest du zusammen und darfst dir jetzt als erste Zwischenwertung hier als Punkte eintragen. Wie viel hast du? Nur 3. Nice. Das ist echt doof gezogen. So. Wir können ja mal jetzt nicht komplett weiterspielen, sondern erklären, was noch passieren würde. Irgendwann hätte hoffentlich irgendeiner von uns 2 gleiche Buchstaben miteinander verbunden. Genau. Und der würde dann sagen, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt Glück gehabt hätte, hätte ich jetzt sagen können. Ich hätte nur noch einen gebraucht. Ja, sehr schön. Ich habe das E mit dem E verbunden. Der Erste, der das gemacht hat, bekommt tatsächlich auch diese Extrakarte. Und kann sich hier noch 7 Zusatzpunkte bei diesem Stern eintragen, die nachher mit reingerechnet werden würden. Außerdem zählt sowieso jede Verbindung, die du geschafft hast, egal ob du der Erste warst oder nicht, eine bestimmte Anzahl von Punkten. Und zwar ist das hier angegeben. Die Verbindung AA bringt dir am Ende 14 Punkte, BB 13 und so weiter und so fort. Wenn du mit mehr als 4 Spielern spielst,
gibt es hier noch mehr Karten. Das heißt, da würde der zweite auch noch eine Belohnung bekommen. Wir vielleicht noch sagen sollten, ist, dass wir noch diesen Kartenstapel noch einmal komplett zweites Mal durchspielen. Mhm, genau. Und dann ist das Spiel vorbei. Genau. Egal, ob schon alle Karten gefunden wurden oder nicht. Mhm. Und dann ist es das eigentlich schon. Dann rechnen wir die orange Punkte, die wir hier in Orange und da in Orange gemacht haben. Das wäre dann quasi die zweite Zwischenwertung direkt vor der Endwertung. Die Punkte durch Blau, die Punkte durch die Sternkarten. Mhm. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt. Genau. Und wem das nicht reicht, der kann seine Insel umdrehen. Und da ist Isla Grande. Das ist genau das Gleiche, nur in dreifach. Das heißt, jedes von diesen Sachen gibt es dreifach. Dementsprechend ist es die erste Verbindung gibt Punkte, die zweite Verbindung gibt Punkte und erst die dritte Verbindung gibt einen Zusatzweg, den du frei einzeichnen darfst. Und man spielt den Stapel logischerweise auch dreimal durch. Sonst wäre das total gar nicht logisch, machbar. Ja. Genau. Außerdem gibt es für Fortgeschrittene noch zusätzliche Karten, Belohnungskarten. Und zwar gibt es hier diese verschiedenen Karten. Das bedeutet einfach nur, dass wenn du die Sachen untereinander verbunden hast, also wenn du diese beiden Monolithen miteinander verbunden hast und der Erste bist, sagst du Bescheid und bekommst dann halt nochmal 6 Punkte extra. Genau. Denn eigentlich ist es nicht zwingend erforderlich, dass die Bilder untereinander verbunden sind. Das ist also vollkommen egal, mit welchen Buchstaben genau. Sie angeht. Also ihr seht jetzt schon, wie wenig Striche wir in einer Runde gemacht haben. Mhm. Also es wird absolut nicht voll sein am Ende. Da muss man sich schon entscheiden. Genau. Aber man wird nicht alle Buchstaben miteinander verbinden können und alle Tiere auch noch verbunden haben. Definitiv nicht. Da muss man auf jeden Fall Abstriche machen. Ja. Ja, das war schon. Trails of Tucana, eigentlich auch sehr simple Geschichte und macht unglaublich viel Spaß, finde ich. Es ist super zu überlegen, was könnte noch kommen, wenn man so ein bisschen Karten mitzählt. Oh, Wasser kommt nicht mehr, ich muss den Joker unbedingt als das benutzen oder so. Oder noch schnell vor der Wertung, dann nochmal hier die Katze verbinden, weil die 3 extra Punkte gibt. Ja. Also so Kleinigkeiten, Entscheidungen, die du triffst, können am Ende durchaus wichtig sein. Und es macht natürlich voll Spaß, dann doch mal so eine Kettenreaktion auszulösen. Ja. Übrigens, normalerweise ist das Spiel nicht laminiert. Genau, das ist jetzt wieder unsere Variante. Also eigentlich ist es halt ein Papier. Ein dicker Block drin. Mhm, genau. Den habt ihr schnell runtergespielt, einfach weil das Spiel so toll ist und man es einfach viel spielen möchte. Ja, aber halt einscannen, ausdrucken, beziehungsweise es gibt die Sachen online, dass du sie ausdrucken kannst. Das finde ich schon eine sehr nette Service-Geschichte. Ja, das war Trails of Tucana und ich hoffe eigentlich, dass es von dieser Art irgendwie noch mehr gibt. Also ich hätte gerne mehr davon. Ja, eine noch größere Insel. Ich will eine Stunde lang spielen, mindestens. Und dann so richtig. Also hier steht drauf, dass ich 15 Minuten mit der großen Insel vielleicht ein bisschen länger, aber es ist wirklich schnell runtergezockt. Ja. Super coole Geschichte, Trails of Tucana. Viel Spaß damit.